Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Anni. Und heute haben wir einen Balvenie Peat Week 14 Jahre bei uns auf dem Tisch. Da rieben sich einige Leute die Hände bei uns in der Firma, unter anderem ich. Oh, guck mal hier, schon wieder. Freue mich richtig drauf, ja? Wenn man einfach mal dem Rauch eher zugeneigt ist als den anderen Sachen. Mhm. Mittlerweile ist das so, dann freut man sich, weil ja Balvenie früher eine meiner Lieblingsbrennereien war. Was ist dann passiert? Weiß ich nicht. Dann haben die haben einfach nicht getorft. Und ich kannte das gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es ist nicht das erste Mal, dass sowas rausgekommen ist von Balvenie. Aber plötzlich stand sie da und ich dachte so, hallo, was ist denn jetzt los, ja? Ja, die letzten Jahre hatten wir es nicht auf dem Schirm gehabt, die letzten Jahre ging es irgendwann uns vorbei. Jetzt aber 2018 haben wir es endlich mal bekommen. Und zwar eine Abfüllung aus 2003, heißt in dem Sinne quasi 14 Jahre Reifung im Fass. Ja, und weil ich vorhin aufgeklärt wurde, dass so viele Leute noch mit Kalenderwochen arbeiten, 34. Kalenderwoche, wen es interessiert. Was heißt jetzt 34. Kalenderwoche? Die ganze 34. Kalenderwoche wurde quasi ein torfiger Whisky hergestellt. Kannst ja nicht so einen Raum werfen. Ja. Nee? Nee, das Thema ist, dass eine Peat Week quasi bei Balvenie durchgeführt wird. Das heißt, nur eine einzige Woche im Jahr wird quasi getorftes Malz verarbeitet. Und das war in diesem Fall die 34. von 52 Kalenderwochen. Gut. Zum Einsatz kommt Highland Torf. Und da gibt es wieder eine Besonderheit. Hast du dir das gemerkt zum Beispiel? Nö, habe ich nicht, aber zur Not kann man ja auch mal abgucken. Also hier hinten ist es ein bisschen schematisch aufgezeichnet. Das heißt ganz einfach, dass hier Torf zum Einsatz kommt, der nicht so phenolisch ist wie der Torf auf oder für den Eiler-Whisky. Ja? Auf Eiler oder für den Whisky, der für Eiler-Whiskys für den Torf, der Torf, der für Eiler-Whiskys halt hergenommen wird. Das heißt, wir haben hier wohl einen Whisky, der eher so in die erdige, ja, weiß ich nicht, wohltuende, rauchige Richtung, wie man es immer beschreiben will. Und überraschend rauchig. Überraschend rauchig. Und nicht so medizinisch. Also es geht nicht in die Richtung Lagavulin und schon gar nicht Laphroaig, Artbeck oder sowas. Ja, so soll das sein. Genau. Gucken wir mal. Das ist immer so eine Sache, die dann auch jeder für sich mal ausprobieren muss. Stimmt das eigentlich, was das Marketing erzählt? Ja, eben. Also Laphroaig ist immer so, wenn man irgendwas mit Laphroaig zum Beispiel vergleicht, ist immer noch was anderes, als wenn man zum Beispiel mit Artbeck oder Lagavulin vergleicht, weil Laphroaig ist dann schon, da wird wohl kaum einer widersprechen, wenn man sagt, ja, das ist dann wirklich, also wenn man noch nie medizinischen Rauch im Whisky hatte, dann Laphroaig, da wird man es dann meistens bestätigen. Ne? Soll überhaupt gar nicht in die Richtung gehen. Ja, ist ein Spacehead Whisky. Punkt. Und der soll, wenn er rauchig ist, nicht nach Eiler schmecken. Ja, mal gucken. Heißt ja nicht, dass die Eiler-Freunde hier nicht auf ihre Kosten kommen, ja? Gut, also Lagerung nochmal ganz kurz. 14 Jahre, nur amerikanische Weißeiche. Höchstwahrscheinlich Ex-Bourbon. Steht nicht genau da, ist halt nur die Fassart oder die Holzart steht halt da. Höchstwahrscheinlich aber Ex-Bourbon. 48,3%, nicht kühl gefiltert, aber ich denke gefärbt, wie es öfter mal bei Balvenie gemacht wird. Ja, nur amerikanische Weißeiche oder nur Ex-Bourbon hat ja nicht immer was zu bedeuten. Nee, gar nicht. Also wenn man sich mal zum Beispiel. Ich bin ein großer Fan von Ex-Bourbon-Lagerungen, muss aber gut gemacht sein. Balvenie hat auch ganz gute Single-Barrel-Abfüllungen. Oh ja. Ja, die sind top, wunderbar. Also da nichts mit Sherry und nichts mit irgendwelchen großartigen Experimenten, aber super Teile. Also mehr Rauch als erwartet. Wirklich echt viel Rauch. Aber schon in der Nase. Also du hast mehr Rauch in der Nase als bei manchen bekannten Inselabfüllung. Also ich würde es nicht auseinanderhalten können auf die Schnelle. Nee, kannst du nicht, kriegst nicht hin. Also in der Blindverkostung Bin ich fast ja, auf Eiler. Da würde wahrscheinlich noch jeder durchfallen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendeinen Vergleich zu ziehen, doch. Trichomen. Ja, doch, kann sein. Ich hätte jetzt irgendwas, eine Mischung vielleicht aus, ja, vielleicht Kirchhummen, Kaila, vielleicht auch ein Hauch Lagavulin oder so. Also es ist so schön harmonisch mit dem anderen, was ich so im Hintergrund. Das ist gar nicht schlecht, ja. Du hast eine Zitrusnote, du hast eine Süße, du hast Rauch. Ja. Gut gelungen. Aber nicht auseinanderzuhalten mit Eiler Whisky. Ich finde auch, du hast im Hintergrund klassische Ex-Bourbon-Noten. Also das ist mal die Frage, wenn es jetzt kein Ex-Bourbon-Fass ist, wo die herkommen, aber gerade sehen, wir haben Butterhonig. Butterhonig haben wir geschrieben, das ist ein Butterhonig. Butterhonig? Vielleicht soll ich da nochmal rüber gucken. Butterhonig. Ja. Wer es weiß, der kann schreiben Butterhonig. Vielleicht ist es
Ach, bitte nicht sowas wie, es ist Butter mit Honig. Vielleicht ist es halt Honig, der trüb ist, also ganz normal, diese, ne, dieser nicht flüssige, leicht feste. Ja, für Brainstorming fehlt uns jetzt ein bisschen die Zeit, das dauert immer ewig und nachher kommt... Aber der wird aber würziger, Entschuldigung, der wird würziger zum Ende hin, wenn man es doch ein bisschen endlich mal weggeschnuppert hat alles. Weißt du, wenn du Butterhonig sagst, dann geht's so in die Richtung, was macht das Hirn draus? Das ist irgendwas Süßes, wie so ein, das ist schon eine Süßigkeit. Ja, so ein Gebäck, so, ja. Ja, in so einem Gebäck oder sowas, ja. Hm. Mit einer Gewürznote am Ende. Na denn, wir probieren es mal, mal gucken, wie es im Geschmack ist. Ich glaube, da kriegt man den Unterschied zu greifen. Bilde ich mir ein. Er wird trockener als gedacht. Also er fängt ganz süß an, rauchig von Anfang an, auch auf der Zunge. Wird dann enorm trocken, würzig. Der Rauch bleibt lange, lange da. Krass, echt gut. Aber einer von der trockenen Seite, oder habe ich heute einen falschen Tag wieder? Nee, der wird trocken, aber das ist auch einer von der kalten Aschenbecher-Seite. Genau. Also phenolisch nicht, aber wirklich erdig, rauchig, kraftvoll, intensiv. Nicht zu vergleichen mit süßem Torfrauch jetzt so eilermäßig, sondern wirklich trocken und erdig. Das, was, ne, was er soll eigentlich. Hm. Ist aber auf jeden Fall ein Brett. Der schmeckt ja wohl nicht, ja? Der schmeckt ja also nicht. Also dann weiß ich ja, wann Andi war, wann Andi meckert. Nee, Mist, also ehrlich, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Also kann man nicht enttäuscht sein. Es ist nicht das, also den muss ich nochmal in einer anderen Situation probieren. Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Verdammte Erwartungshaltung. Ganz, wie soll man das beschreiben? Du hast so einen kalten Rauch. Mhm. Der ist auch gar nicht, eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist gewollt. Das ist genau das, was gewollt ist. Du hast halt diesen hohen Anteil an nicht-phenolischen Rauchverbindungen, die eigentlich in dem Moment diese erdigen Noten darstellen sollen. Mhm. Und wie anders willst du erdige Noten darstellen, als mit diesem Eindruck, ja, von super, trockenem, also das, trockenem Rauch? Das funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Ja. Dieser sanfte Start am, ja, Geschmack. Ja, oder? Der am Anfang verheimlicht der auf... Auf alle Fälle, ich kann ja nicht richtig reden. Alles ist der heftig. Wir haben hier 48 bla, 48,3%. Alter Schwede. Das ist immer wieder ein Ding, wo sich ja die Geister dran scheiden. Aber ich bin auf der Seite der Guten. Ich bin auch auf seiner Seite, weil, weißt du was, ich glaube, der polarisiert. Jetzt geht schon los, ich kann überhaupt nicht richtig reden. Mhm. Der ist trocken, aber trotzdem... so dermaßen Speichelfluss anregend, genau. Dass der wird, glaube, richtig polarisieren, und das gefällt mir sowieso grundsätzlich schon mal, ja, wenn man so einen mal wieder raushaut, der so ein bisschen, wie soll man sagen, anti ist oder was Neues irgendwie oder was selten da gewesen ist oder so, und der passt da, also der füllt mit Sicherheit auch, würde auch eine Lücke in meinem Whisky-Regal füllen. Nicht für jeden Tag, aber in bestimmten Situationen. Also der ist heftig. Damit muss man sich erstmal einen Moment beschäftigen. Man kann ja also... Aber wir müssen auf jeden Fall die gegebenen Tasting-Notes des Herstellers müssen wir nochmal überarbeiten, weil der sanfte Rauch... Keine Ahnung. Der sanfte Rauch am Abgang mit Vanille, mit süßer Vanille, kannst du knicken. Also zumindest jetzt in unserer Situation. Also haut überhaupt nicht hin. Also möglicherweise... bei einem ganz anderen Thema, in einer anderen Umgebung oder so. Vielleicht hat er da, keine Ahnung, was vorher getrunken wurde, vielleicht eine Cola oder so. Ja, oder Vanille, eine Vanille-Cola. Aber auf jeden Fall... Ich muss jetzt nicht die ganze Schuld bei ihm suchen. Nee, okay. Aber auf jeden Fall ist mal eine Ansage für einen Highland-Whisky, für einen Space-Sider quasi mit starkem, heavily peated Rauchgehalt. Fett, trocken, erdig, würzig, aber gut. In meinen Augen gut. Andi muss ich erst dran gewöhnen. Also die quasi über so Spaceside Pille-Palle lachen, da kenne ich auch den einen oder anderen Kunden, ja. Probieren.
Genau. Der wird besser. Eins muss ich noch sagen, es gab bei Belvini mal leicht getorfte Abfüllung. Das ist der 17-Jährige, der hat einen ganz, ganz, ganz kleinen Rauchanteil. Ja, das ist ja, da kannst ja... Aber das merkt man erst dann, wenn man es mal gehört hat, glaube ich. Ne, wir hatten es auch in der Brennerei gehört, denn dann danach hat man es auch gemerkt, aber vorher hast du es nicht auf dem Schirm. Aber hier hast du eine Ansage, hier hast du ein Brett, hier hast du ein ganz schönes, rauchiges Ding. Das geht gar nicht mehr, wer hat einen langen Abgang. Probiert es mal selber aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ja, Wahnsinn. Macht's gut.